Jo Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar heute direkt von den Bahamas. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern Freunde, ich habe euch heute eine 20 Minuten Fitness-Dehnroutine vorbereitet, bei der wir eben unsere Beweglichkeit, Körperhaltung, Gelenkstellung sowie die Gleitfähigkeit unserer Faszien, aber eben auch unseren Bewegungsradius stark verbessern. Ich habe euch heute die wissenschaftlich gesehen besten Dehnübungen mit eingebaut, mit Fokus auf die Probleme, die wir in der heutigen Zeit oftmals haben, durch eben zu viele Sitzen, Probleme im unteren Rücken, in der Hüfte und so weiter. Aber jetzt genug gelabert, Freunde, ihr könnt diese Fitness-Dehnroutine sehr gerne jeden Morgen machen. Ich habe euch auch bereits eine kürzere Mobility-Routine rausgeballert, falls ihr mal weniger Zeit habt. Aber ansonsten kann ich euch diese Routine sehr empfehlen. In diesem Sinne, ich glaube, so können wir sehr, sehr gut entspannen. Lasst uns die Kamera jetzt auf Stativ geben und einfach loslegen. Viel Spaß! Und los geht's. Findet eine angenehme Position auf euren Knien und achtet während der gesamten Routine auf eine gleichmäßige, tiefe, kontrollierte Bauchatmung. Wir bringen nun den Kopf mit der rechten Hand zur rechten Seite und fokussieren uns auf die Dehnung im Nackenbereich. Wenn ihr hier eine weitere Dehnung mit einbauen wollt, könnt ihr die linke Hand gerne ausstrecken, nach außen rotieren und den Boden berühren, um auch gleichzeitig den Bizeps zu dehnen. Anfangs und als Beginner reicht es allerdings, wenn wir uns auf den Nacken fokussieren. Wir versuchen heute bei jeder Übung schön in die Dehnung zu gehen, einfach um die Dehnroutine so effektiv wie möglich zu gestalten. Es sollten zwar keine zu starken Schmerzen auftreten, aber man darf ruhig etwas spüren, also gerne ans Limit gehen, aber der Schmerz soll bei normaler Atmung erträglich sein. Gut, und wir wechseln langsam und kontrolliert die Seite, bringen also den Kopf zur linken Seite und achten wieder auf eine kontrollierte, tiefe Bauchatmung. Jetzt öffnen wir die Position und stützen uns mit der rechten Hand ab, bringen die linke Hand so weit wie möglich zur rechten Seite und öffnen uns so weit wie möglich. Schön langsam gehen wir immer weiter an die Schmerzgrenze und spüren bewusst, wie wir es schaffen, uns immer weiter und weiter zu öffnen. Wir wechseln die Seite, stützen uns mit unserer linken Hand ab und bringen den rechten Arm so weit wie möglich zur linken Seite. Wir achten weiter auf eine gleichmäßige, tiefe Bauchatmung. Die Atmung darf und soll ruhig deutlich zu hören und zu spüren sein. Und wir wechseln in den Vierfüßlerstand, bringen die Hände also unter unsere Schultern, unsere Knie unter unsere Hüfte, wir atmen tief ein, heben unser Brustbein, gehen ins Hohlkreuz und heben unseren Kopf. Und wir atmen wieder tief aus, rollen uns ein und bringen unser Kinn zu unserer Brust. Und wieder tief einatmen und öffnen. Und wieder einrollen und ausatmen. Nun gehen wir in die Liegestütz-Ausgangsposition, bringen die Hüfte zu Boden, der Blick wandert nach oben und wir legen unsere Fußrücken am Boden ab. Mit jeder tiefen Bauchatmung versuchen wir die Hüfte ein Stück weiter nach unten zu bringen. Thank you.
Und wir gehen wieder hoch, öffnen unsere Knie weiter nach außen, unsere großen Zehen berühren sich und wir greifen weiter nach vorne und lassen uns kontrolliert nach hinten fallen, bis unsere Stirn den Boden berührt. Wir wechseln zurück in die Liegestütz-Ausgangsposition, geben den rechten Fuß neben die rechte Hand und bringen den Ellbogen so tief wie möglich zu Boden. Währenddessen versuchen wir, das rechte Knie nach außen zu drücken. Falls es zu schwer ist, könnt ihr das linke Knie gerne am Boden ablegen. Und wenn ihr den Ellbogen nicht ganz zu Boden bringt, ist das natürlich absolut kein Problem. Jeder arbeitet auf seinem Level, wie er sich wohlfühlt, und das ist auch gut so. Ihr werdet sehen, mit der Zeit schafft ihr es immer weiter und weiter in die Dehnung. Um unseren mittleren und oberen Rücken auch richtig zu öffnen, bringen wir jetzt unsere rechte Hand so weit wie möglich nach oben. Wir halten diese Position einige Sekunden und bringen dann den Ellbogen wieder zu Boden. Und öffnen wieder. Gehen wieder nach unten. Wir gehen wieder zurück in die Liegestütz-Ausgangsposition, bringen nun den linken Fuß zur linken Hand und bringen den Ellbogen wieder so tief wie möglich zu Boden und drücken das linke Knie nach außen. Ihr könnt das rechte Knie wieder gerne am Boden ablegen. Nun öffnen wir uns wieder und bringen die linke Hand so weit wie möglich nach oben. Und wir bringen den Ellbogen wieder zu Boden. Und öffnen uns wieder. Langsam wieder einrollen. Und wir wechseln wieder zurück in die Liegestütz-Ausgangsposition. Wenn ihr es schafft, könnt ihr jetzt wieder den linken Fuß zur linken Hand bringen und dann mit der linken Hand das rechte Fußgelenk umgreifen. Oder ihr macht, wie hier gezeigt, die einfachere Version und bringt einfach nur das linke Knie etwas weiter nach vorne. Und dann legt ihr einfach beide Knie am Boden ab und umgreift mit der linken Hand das rechte Fußgelenk. Nun öffnen wir die Brust und bringen die Ferse so weit wie möglich zu unserem Gluteus Maximus, also Po. Und entspannter Seitenwechsel, dazu einfach wieder in die Liegestütz-Ausgangsposition gehen und den rechten Fuß zur rechten Hand bringen oder nur etwas weiter nach vorne bringen und mit der rechten Hand das linke Fußgelenk umgreifen. Und wir machen weiter, wir bringen die Beine in einen 90-Grad-Winkel. Zur Orientierung, die Fußsohle des linken Fußes soll nach vorne zeigen und wir gehen mit dem Kinn langsam zu unserem linken Knie.
Und jetzt wechseln wir hoch auf das Knie und halten diese Position. Und wir wechseln die Seite und bringen das Kinn zu unserem rechten Knie. Und wir wechseln hoch auf das Knie und halten die Position. Und nun können wir uns ganz gemütlich mit dem Rücken auf den Boden legen, ziehen das rechte Bein an, umgreifen mit der linken Hand das rechte Knie und lassen das rechte Knie zur linken Seite fallen. Gleichzeitig strecken wir den rechten Arm nach rechts aus und der Blick wandert auch zur rechten Seite. Gerne könnt ihr hier das linke Bein auch leicht strecken, um noch eine zusätzliche Dehnung mit einzubauen. Wir wechseln die Seite, ziehen das linke Bein an und umgreifen mit der rechten Hand das linke Knie und lassen nun das linke Knie zur rechten Seite fallen und strecken den linken Arm nach links aus. Weiter geht's mit einem Spagat bzw. Sidesplit. Wir öffnen dazu unsere Beine seitwärts so weit wie möglich. Jeder wie immer auf seinem Level, also auch wenn ihr es noch nicht weiter runter schafft, ist das absolut kein Problem. Nun atmen wir tief ein, bringen die Arme in die Höhe und umgreifen mit der linken Hand unseren rechten Ellbogen und gehen tief in die Dehnung. Und wir öffnen die Arme und umgreifen mit der rechten Hand unseren linken Ellbogen und gehen wieder in eine schöne Dehnung. Den Sidesplit halten wir. Nun schnappen wir uns ein Handtuch oder ein Shirt, bringen es hinter unseren Rücken und ziehen es abwechselnd nach oben und unten und halten jeweils die Position für ein paar Sekunden. Und dasselbe machen wir nochmal auf der anderen Seite.
Und weiter geht's mit dem Frontsplit, indem wir mit dem linken Bein einen großen Ausfallschritt nach vorne machen. Wir wandern mit jeder Ausatmung so tief wie möglich nach unten und versuchen, die Balance zu halten. Auch hier wieder, jeder arbeitet auf seinem Level, in dem man sich wohlfühlt. Ihr könnt euch natürlich dabei anfangs sehr gerne abstützen, versucht allerdings, wenn ihr es schafft, die Balance selbst zu halten. Und wir wechseln langsam die Seite, indem wir gemütlich aufstehen und nun mit dem rechten Bein einen großen Ausfallschritt nach vorne machen. Wir versuchen wieder mit jeder Ausatmung tiefer nach unten zu gehen und die Balance zu halten. Und wir stehen wieder auf und sorgen bei dieser Übung für eine korrekte Ausführung, indem wir hier in eine vordere Beckenkippung gehen. Also einfach erklärt, das machen wir, indem wir den Gluteus Maximus hinten etwas rausstrecken. Nun wandern wir kontrolliert mit geradem Rücken nach vorne, bis wir eine schöne Dehnung spüren. Und halten diese Position. Wir stehen wieder auf und gehen in einen etwas breiteren Stand und gehen wieder mit geradem Rücken nach vorne. Sobald der Rücken rund werden würde, gehen wir runter in die Squat-Position und drücken die Knie mit den Ellbogen nach außen. Wir versuchen den Rücken gerade zu halten. Sollte es noch zu schwer sein, gebt einfach eine Erhöhung unter eure Fersen, wie zum Beispiel ein Buch, dann wird es euch leichter fallen. Und wir gehen wieder hoch, machen mit dem rechten Bein einen großen Ausfallschritt und wandern nun mit dem Knie über unseren Fuß nach vorne und drücken das Knie nach unten. Gerne könnt ihr hier den rechten Fuß auch auf eine Erhöhung geben, wie zum Beispiel auf einem Sessel, denn so könnt ihr noch tiefer in die Dehnung gehen. Und wir gehen langsam aus der Position, bringen den linken Fuß nach vorne und wiederholen die Übung. Wir stehen wieder auf, atmen aus und beugen uns nach vorne, lassen uns nach vorne fallen. Anschließend atmen wir wieder tief ein und strecken uns so weit wie möglich nach oben aus. Wir gehen auf Zehenspitzen und machen uns so groß wie möglich. Und wieder ausatmen und einrollen. Und wieder tief in den Bauch einatmen und aufrichten. Wieder einrollen und wieder so groß wie möglich machen. Die Hände bleiben nun oben und wir bringen die Arme gestreckt so weit wie möglich nach hinten und öffnen die Brust und wandern mit den Händen langsam nach unten.
zu guter Letzt locken wir uns noch aus, indem wir unseren Kopf kontrolliert nach links und rechts kreisen. Wir kreisen unsere Unterarme und unsere Arme nach vorne und hinten. Wir machen große und kleine Hüftkreise nach links und rechts. Und auch unsere Knie kreisen wir. Und zum Abschluss noch unser Fuß- und Handgelenk und das war's. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch jetzt schon bereits um einiges besser. Und das war's auch schon wieder jetzt mit der Dehnroutine. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Ich habe versucht, auch hier natürlich im Urlaub für euch hier den krassesten Spot zu suchen. Und ich glaube, es ist gelungen. Check mal hier, ja, die View aus. Also einfach nur legendär. Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Hier diese einsame Insel. Da oben ist sogar eine kleine Bank, Palmen und so weiter. Also es ist alles wirklich hier mit dabei. Aber das war's auch schon wieder, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, nicht nur auf das Training zu achten, sondern auch auf die Ernährung. Schaut euch sehr gerne für Trainingsoutfit, Trainingsequipment, Supplements, aber vor allem auch für gesunde Ernährung bei Prozis vorbei. Europas Marktführer für Sportnahrung. 25.000 Fitnessprodukte warten auf euch. Mit dem Code Sascha 10 gibt es natürlich für euch noch 10% Rabatt. Außerdem seid ihr jede Woche bei 100 Euro Gewinnspiel auf Instagram mit dabei. Und es gibt zurzeit viele Graz-Produkte. Einfach jetzt gerne Videobeschreibung auschecken. Na gut, das war's, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.